Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch mal was super, super Wichtiges zeigen, was noch nicht so oft gezeigt wurde. Man sieht es immer so in einem Projekt, aber ein eigenes Video habe ich dazu noch nicht gesehen. Und zwar geht es heute um das Anreißen eines Rezesses. Denn wenn wir angenommen mal eine Holzschale drechseln möchten, müssen wir ja hier dieses Ding hier irgendwie markieren. Das kann man irgendwie markieren mit einem Metermaßstab an der laufenden Maschine, aber da gibt es zwei Methoden, die sich bei mir so etabliert haben und die auch wirklich genau sind und die auch vor allen Dingen sehr, sehr praktisch sind. Um die wird es heute mal gehen. Ich werde dir zwei verschiedene Wege zeigen, wie du dir deine Rezesse markieren kannst und wie das halt eben viel Spaß macht. Kurze Information vorab, dich interessiert das Thema Drechseln, dann bist du auf diesem Kanal hier ganz richtig, denn wie man hier sowas drechselt, das ist hier noch keine fertige Schale, oder wie man grundsätzlich drechselt, behandle ich relativ oft auf meinem Kanal. Hier siehst du auch vielleicht schon einen kleinen Ausschnitt, also wenn dich sowas interessiert, dann folgst du am besten dem Kanal und kannst einfach ein paar Videos anschauen, die jetzt oben rechts verlinkt werden oder am Ende vom Video auch nochmal verlinkt werden. Also, jetzt geht's los mit dem Thema Anreißen von Rezessen. Ich habe jetzt mal grob unseren Schalenrohling vorbereitet und jetzt können wir theoretisch schon anfangen, unseren Rezess anzuarbeiten. Ich zeige euch als erstes die Variante, die ich nicht ganz so oft benutze, aber die auch eine gute Variante ist. Und zwar ist das Anreißwerkzeug in dem Fall ein Zirkel. Hier brauchen wir keinen Bleistift, denn wir markieren das Holz quasi, indem wir halt eben einen Kratzer oder einen Strich ins Holz reindrücken. Bei dem Zirkel ist dann einfach wichtig, dass der nicht zu leichtgängig ist. Es gibt auf dem Flohmarkt öfters hier diese Zirkel, das sind in der Schule wurden die Faulenzer-Zirkel genannt. Die dürfen halt nicht zu leichtgängig sein, weil sonst verstellt sich das sehr, sehr schnell bei euch. Außerdem sollten die Spitzen ein bisschen spitz geschliffen werden, damit man auch wirklich im Material wirklich eine Spur hinterlässt. Kurze Information nochmal hierzu. Es gibt ein eigenes Video, in dem ich zeige, wie man solches Werkzeug entrosten kann mit normalen Haushaltsmitteln. Das findet ihr auch oben rechts. Denn, wie gesagt, die Teile gibt es oft auf dem Flohmarkt für sehr kleines Geld. Kleine Information hier am Rande. Speziell ungeübte Drechsler sollten hier ein bisschen aufpassen, denn man muss hier ein bisschen aufpassen, weil überall, wo spitze Gegenstände irgendwo ans Holz rangehalten werden und man das dann nicht richtig tut, kann es halt gefährlich werden fürs Auge zum Beispiel, wenn das dann wegfliegen sollte. Kleine Information hier am Rande. Jetzt müssen wir natürlich erstmal den Durchmesser von unserem Rezess bestimmen. Dazu empfehle ich dir ein eigenes Video, wo es grundsätzlich um die Spannmethoden geht. Da gehe ich da nochmal genauer drauf ein, deswegen will ich da nicht so genau drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unser Spannfutter. In dem Fall wären jetzt hier die Spannbacken etwas groß gewählt für den Rohling, den wir hier haben. Aber das reicht jetzt hier, um das zu demonstrieren. Und hier wählen wir jetzt einfach den Durchmesser von unserem Spannfutter direkt am Spannfutter selbst, an den Spannbacken selbst. Wir gehen einfach in die Spannbacken rein und haben jetzt quasi hier schon mal den Durchmesser, der unser Rezess haben sollte, mit dem Zirkel abgenommen. Ihr wisst, was ich meine. Als nächstes schalten wir die Maschine gleich ein und wenn ihr ungeübt seid, solltet ihr hier vielleicht eine langsame Geschwindigkeit wählen. Aber so in der Praxis habe ich jetzt keine optimale Geschwindigkeit herausgefunden, die man hier benutzen sollte, um halt eben den Rezess anzustechen. Das Ganze funktioniert so, dass ihr nur mit dem linken Teil, ganz, ganz wichtig, mit dem rechten Teil dürft ihr das nicht machen,
weil dann seht ihr schon, dann wird euch der Zirkel entgegenkommen. Wir stechen nur mit dem linken Teil in das Holz und wir sehen in der Mitte schon mal den Drehpunkt. Wenn man das nicht so genau sieht, das mache ich manchmal ganz gerne, dann markiere ich mir den so ein bisschen mit dem Bleistift. Und ich halte das jetzt erstmal per Auge so ans Holz ran, fange aber in der Mitte an. Also weiter in der Mitte an. Das bedeutet, ich steche jetzt in das Holz herein und wir sehen schon mal hier eine Markierung. Und wir sehen, dass die Markierung hier auf der rechten Seite nicht übereinstimmt. Hier seht ihr jetzt diese leichte Markierung im Holz. Und das reicht auch schon aus, wenn wir dann den Rezess hier andrechseln möchten. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir sind noch nicht auf unserem Maß. Und aus dem Grund taste ich mich jetzt hier nach links heran, bis quasi der Durchmesser auch hier hinten auf der rechten Seite angezeigt wird. So, ihr seht, ich habe jetzt hier 3 Versuche gebraucht, bis ich den genauen Durchmesser anzeichnen konnte. Und wir haben jetzt hier auf beiden Seiten hier die Markierung. Das bedeutet, wir haben jetzt den Durchmesser erreicht, den wir für unseren Rezess brauchen. Hier ist ein kleiner Nachteil, dass wir natürlich die Oberfläche so ein bisschen beschädigen. Speziell bei innenliegenden Rezessen heißt das, dass das einfach die bessere Variante ist. Bei außenliegenden Rezessen müsstet ihr jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen Material wegdrechseln. Um die nächste Methode, die ich euch jetzt zeigen werde, zu benutzen, braucht ihr einen Messschieber. Ganz, ganz wichtige Information vorab, das ist kein normaler Messschieber. Dieser Messschieber ist ein bisschen simpler gebaut. Der ist jetzt auch nicht dafür gedacht, um Maschinenbau zum Beispiel auf Zehntel genau zu messen. Wir haben hier zwar einen Nonius dran, aber ich würde sagen, dass man den ignorieren kann. Und die nächste ganz, ganz wichtige Sache ist halt eben, dass hier diese Spitzen, bei normalen Messschiebern sind die auch schräg angekantet, dass man noch genauer messen kann, die dürfen hier nicht sein. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr hier solche argen Spitzen habt, dann könnt ihr, wenn ihr den Durchmesser bestimmt bei einer Drechselarbeit, könnt ihr halt eben hängen bleiben und dann könnte das Ding wegfliegen. Und wie gesagt, diese ganzen spitzen Teile ist ein bisschen uncool, wenn die durch die Gegend fliegen. Also ganz wichtig, hier darf keine scharfe Kante sein. Wenn ihr bei anderen Drechselarbeiten zum Beispiel den Durchmesser erfasst, dann kann das Ding wegfliegen. Benutzt am besten keinen normalen Messschieber beim Drechseln. Auch diese Teile hier habe ich jetzt schon ein paar Mal auf dem Flohmarkt gefunden. Dieses Teil hier habe ich auch übrigens in dem Video, was ich eben schon oben rechts angeteasert habe. Das ist der Messschieber, den ich in dem Video halt eben entrostet habe. Benutze ich mittlerweile immer zum Drechseln. Die findet ihr auch sehr, sehr oft auf dem Flohmarkt. Ich würde euch auch empfehlen, vielleicht 1 bis 2 oder 1 bis 3 Messschieber bei der Drechselbank parat liegen zu haben. Denn ihr könnt euch einfach verschiedene Durchmesser einstellen und könnt diese halt eben andrechseln. Das war jetzt ein bisschen weitergehend als das, was wir jetzt hier eben benutzen werden. Wir wollen ja den Durchmesser von unserem Rezess anzeichnen. Und dafür benutze ich eben hier diese Messschenkel hier hinten. Ich bestimme mir auch wieder hier den Durchmesser, einfach indem ich den Durchmesser vom Spannfutter direkt abgreife. Hier können wir das ein bisschen entspannter tun, dass wir halt eben von innen das Ganze messen können. Da haben wir hier schon mal unser Maß, den unser Rezess, unser außenliegender Rezess in dem Fall haben soll zum Beispiel. Und dann können wir das hier feststellen. Als nächstes trägt sich erst nochmal das Holz ein bisschen plan, damit ich es euch besser zeigen kann. Ich benutze hier übrigens einen Negativwinkelschaber. Wenn ihr möchtet und ihr dazu Fragen habt, kann ich dazu auch mal ein eigenes Video machen. Um den Rezess in dem Fall markieren zu können, braucht ihr einen Bleistift. Hier könnte man theoretisch auch in das Holz einstechen, aber weil ich hier extra drauf auch schon hingewiesen habe, dass man einen Messschieber benutzen soll, der nicht so spitze Ecken hat, funktioniert das damit nicht so gut und mit dem Bleistift ist es ein bisschen entspannter. Als nächstes gehen wir quasi gleich vor, wie bei dem Zirkel. Ich lege den Messschieber auf die Messerauflage auf, mache den ersten Strich, mache den zweiten Strich und jetzt haben wir unseren Rezess schon mal markiert. Ich warte auch hier, also ich schaue hier auch wieder einfach, bis ich halt eben auf beiden Spitzen quasi den Kreis sehe, dann haben wir den passenden Durchmesser erreicht.
Ihr seht, wir haben jetzt hier einen perfekten Rezess angedrechselt und das Spannfutter passt auch schon ziemlich gut drauf. Und es bedarf jetzt nur noch wenige Umdrehungen, dass wir halt eben das Holz spannen können. Und das ist genau der Sitz, den wir brauchen, wenn wir eine Schale drechseln. Ich spanne es jetzt mal noch ein bisschen nach. Jetzt haben wir wirklich einen perfekten Halt für unsere eventuelle Schale, die wir daraus drechseln würden. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, welche Markierungsmethode du beim Drechseln benutzt. Das sind jetzt die, die ich gerne benutze. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere. Hier findest du auf jeden Fall die zwei angesprochenen Videos, die ich am Anfang vom Video schon angeteasert habe. Also schau doch gerne mal vorbei, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.